Hallo und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Zwergfreunde zu Drakensang. Ja, in der letzten Aufnahmesession waren wir viel in der Grafenstadt unterwegs und haben uns unser Anwesen angeguckt, nachdem wir die bösen Morde aufgeklärt haben. Und wurden jetzt zum Ersinde-Tempel hier bestellt, weil es irgendwelche Probleme scheinbar gibt. Dann schlagen wir erstmal die Kiste hier und nehmen das Quellwasser mit. Gut. Also, wir sollen hier, das war wieder die falsche Taste, mit Dorion reden. Der Zugang zum Hesindetempel wird erst zur Ausrufung der Drachenqueste geöffnet. Noch befinden wir uns in den Vorbereitungen dazu. Kommt bitte später wieder. Ja. Ich bin auf Geheiß Rakorums hier. Er ließ mich durch einen Brief wissen, dass der geweihte Dorion auch selbst um seine Hilfe bat. Oh, ihr müsst Brennoir sein. Ja, wir stehen leider vor einem etwas ungewöhnlichen Problem. Doch bitte geht hinein. Geweihter Dorion erwartet euch bereits. Er wird euch mehr erzählen können. Ich öffne euch die Tür. Ja, jetzt können wir rein. Ja, das ist der Hesindetempel. Der ist noch nicht ganz. Doch eigentlich sieht er fertig aus. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch behilflich sein? Und ja, ich rede erst mit Ardath Weisenfelser. Ehrwürdiger Meister Ardath, ich würde gerne euch ein paar Fragen stellen. Sinn des Weisheit auf meinen Lippen gebe ich euch gerne Auskunft. Erzählt mir über euch und Dorion. Viele Jahre war ich mit der Hütung der Geheimnisse um die Drachenquest und die Stimme der Götterboten betraut, also des Götterboten. Jedoch galt in den letzten Jahren mein Hauptaugenmerk der Wiederherstellung des Hesinde-Tempels und der Bergung des verschollenen, aber nicht vergessenen Wissens tief in den seinerzeit geheimen Katakomben unter seinen Ruinen. Dorion war ein junger Novize der Drakoniter, als er mir von seiner ersten Vision über den Götterboten berichtete. Von dort an bereitete ich ihn darauf vor, meinen Platz als Hüter des Orakels einzunehmen. Mit Erfolg, wie ihr heute sehen könnt. Meine bescheidene Aufgabe liegt nun fortan darin, die Weisheiten meiner Tage mit meinen Ordensbrüdern und Schwestern zu teilen, auf dass es nicht verloren gehe. Dürfte ich euch um eine weitere Auskunft bitten, Ehrwürdiger? Ja. Erzählt mir über den Neuaufbau, erzählt mir über die Gänge des Amarmanten Herzens. Erzählt mir über die Geschichte der Drachenqueste und das Orakel. Die Geschichte der Drachenqueste reicht zurück in die Zeit, als Ferdok im Vergleich zu heute noch eine kleine Siedlung war. Der Sage nach übergab ein Bote göttlicher Mächte einem örtlichen Kind Ingerims den Schild, welcher heute als Schild des Fendral bekannt ist. Aber auch Worte wurden an den Empfänger des Schildes gerichtet, Worte, die er zu dieser Zeit weder verstehen noch deuten konnte. Wenngleich der Götterbote wieder davonzog, so war die Legende um dessen Erscheinen geblieben. Wollt ihr mehr über sie erfahren? Ja, bitte erzählt mir mehr über sie. In der Zeit darauf begannen einige wenige die Stimme des Götterboten in ihrem Geiste zu vernehmen. Sie sprach von großen Gefahren und einer kalten, drachischen Bedrohung, welche im Dunkeln lauernd auf ihr Erblühen harre. Bald formte sich unter dem Dach der Hesindekirche ein Bündnis von Glaubensbrüdern, welche gelobten, das Wissen um die Warnung der alten Stimme zu bewahren und ihre Idee von der Abwendung des dunklen Schicksals der Welt kundzutun. Seither ist die heilige Gemeinschaft der Drachenqueste bestrebt, den Eingebungen der Stimme des Götterboden zu folgen. In seinem Namen wird alle 87 Jahre die Drachenqueste ausgerufen, auf das einst der eine gefunden werde, der des dunklen Pläne einst durchkreuzen wird. Dürfte ich euch um weitere Auskunft bitten? Erzählt mir über die Zerstörung des Tempels und den Neuaufbau. Der alte Tempel ist vor langer Zeit bei einem großen Feuer bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Doch noch heute ist unklar, wie es dazu kommen konnte. Wenn es euch interessiert, will ich euch gerne mehr davon erzählen. Das würde mich sehr interessieren. Bitte fahrt fort. Nun dann lauscht. Der Geschichte um den alten Hesindetempel. Wie schon erwähnt, ist damals wie heute die Zerstörung des Tempels ein Enigma,
da keiner den Brand überlebt hat. Es war ein Tag der Trauer für viele unseres Ordens, die sich auf die Behütung der Geheimnisse um die Drachenqueste verschrieben hat. Nicht nur das liebe Ordensbrüder und Schwestern umkamen, nein, auch ein immenses Maß an Wissen ging an diesem Tag zusammen mit ihnen unwiederbringlich verloren. Darunter auch das Herzstück des allen Wissens um die Drachenqueste, das heilige Buch der Schlange. Verzeih, wenn ich mich in diesem Fall einmische, würdiger Adrat, aber vergesst ihr nicht, dass ein Teil des Wissensschatzes bei unseren Ausgrabungen geborgen werden konnte? Dazu wollte ich gerade kommen. Wie Bodo Dorian soeben zu Recht anmerkte, sind wir bei unseren Grabungen zum Wiederaufbau des Tempels auf die alten Katakomben, die sich seinerzeit unter dem Gebäude befanden, gestoßen. Allem Anschein nach waren einige der Ordensbrüder darauf bedacht, trotz ihrer misslichen Lage so viel Wissen wie möglich in die sicheren Gefilde der Katakomben zu retten. Bedauerlicherweise konnten wir auch bei den bis jetzt geborgenen Schriftstücken keinen Anhaltspunkt finden, welche Ursache der Feuerkatastrophe vorausging. Dürfte ich um weitere Auskunft bitten? Ja. Erzählt mir über die Legende vom adamantenen Herzen. Legenden wäre wohl der passende Begriff, denn es gibt eine schier endlose Zahl von Mythen, Sagen und Ereignissen aus alten Tagen, die sie geformt haben. Wollt ihr mehr wissen? Ja, bitte erzählt mir mehr über diese Legende des adamantenen Herzens. Unter Alchemisten, Magiern und Philosophen ist der Mythos vom adamantenen Herz verbreitet. Ein unvergleichlichen Kristall, der seinem Finder große Macht und Weisheit bringen soll. Wo immer auch die Legende ihren Ursprung hat, sie hatte genug Kraft, über viele Jahrhunderte durch die Gedankengebäude der Gelehrten zu geistern und sich in etlichen Lehren einen Platz im Weltbild zu sichern. Das adamantene Herz steht mal für eine Göttergabe, mal für Versuchung, mal für ewige Sinnsuche, mal für die Quelle unermesslichen Reichtums. Für die Jünger des Orakels der Drachenqueste ist das adamantene Herz der Schlüssel zur Abwendung des einen dunklen Schicksals, welches scheinbar ewiger Zeit unter unsere aller Augen dahin schlummert. Was jedoch nicht bedeuten soll, dass wir uns den anderen Anschauungen verschließen würden. Nein, mag sein, dass es sogar tatsächlich mehr als ein Gesicht hat. Da es aber, und das ist meine Überzeugung, noch niemand bewerkstelligen konnte, zum Ursprung der Legende vorzudringen, wäre es auch höchst unglaubwürdig, wenn man sich auf einen einzelnen Zweck festlege. Behaltet es immer in Gedanken auf eure Suppe. Ja, dürfte ich um weitere Auskunft bitten? Erzählt mir über eure Gottheit Hesinde und ihre Kunst. Hesinde ist eine der 12, sowie Göttin der Magie, des Wissens und der Künste. Sie wird vor allem in den zivilisierten Gegenden Aventuriens verehrt. Ihr Geweiht ist der 6. Mond im aventurischen Jahresverlauf. Also Juni. Also ein Mond ist ein Monat in Aventurien. Passt ja, dass es da 12 Götter sind. Wollt ihr noch mehr wissen? Ja, bitte erzählt mir alles. Also gut. Besondere Verehrung wird ihr in der Region des lieblichen Feldes zuteil. Ihr heiliges Tier ist die Schlange. Sie selber wird häufig als... ja, barmbrüstige Frau im Gewand einer Gelehrten dargestellt, die beschwörend eine Schlange zum Himmel reicht. Hesinde sieht es gern, wenn Wissen gesammelt und verbreitet oder etwas Neues Kunstvolles geschaffen wird. Ihre gelb-grün gerobten Geweihten ziehen in fremde Länder, um zu forschen und das erworbene Wissen niederzuschreiben. So ist es denn auch die Bibliothek des Hesinde-Tempels in Kuslik mit tausenden von Büchern, Pergamenten und Schriftrollen die größte ganz Aventuriens. Auch viele Artefakte teils magischer Art werden in den Sendetempeln verwahrt. Hesinde ist eine der ältesten Götter Aventuriens. Schon bei den Achas verehrte man Hesinde unter dem Namen Hesind. Dort ist es jedoch mehr die Verkörperung des Wandelbaren, die große Veränderin. Als Kinder Hesindes gelten Nandus, Mardok und Xelidon als ihre wichtigsten Alvarianer. Der hohe Drache Nalkadur. Dem Dienst an Hesinde verschrieben haben sich der Heilige Drachenorden, auch Drakoniter genannt, die Schwesternschaft der Marder und verschiedene kleine Kult- und Glaubensgemeinden. Aber dank dieser Bereicherung meines Wissensschatzes. Ja, jetzt sind wir voll informiert. Gut, mit Dorian reden. Willkommen im geheiligten Tempel der Hesinde. Ihr seid sicher der Gesandte Drakorion. Ja, warum auch immer er uns gesandt hat. Ja, Brenno, ihr lautet mein Name. Messerkum bat mich in einem Schreiben, euch zu helfen. Er sinne sei Dank, dass ihr gekommen seid. Wie ihr vielleicht wisst,
musste dieser Tempel von Grund auf neu erbaut werden. Was ihr allerdings nicht wissen könnt, ist, dass die alten Gewölbe darunter noch weitergehend intakt sind. Sie bergen alte Schriften und Folianten, deren Geheimnisse jedweder Vorstellungskraft spotten. Gewiss ist es ein Segen für euch, all diese Wissensschätze durch den Schutz von Erde und Felsen bewahrt wurden. Was aber ist es genau, bei dem ich euch helfen soll? Ihr werdet es gleich verstehen. Hierzu muss ich euch ein altes Geheimnis einweihen. In alten Schriften und Erzählungen zufolge beherbergen die Katakomben zu unserer beider Füße eine uralte Reliquie des Hesinde-Ordens, die von Generation zu Generation über die Jahrhunderte von Geweihten der Drachenquest weitergegeben wurden. Durch sie wird das Orakel seine Weissagung preisgeben, wenn die Zeit der Drachenquest von neuem beginnt. Bereits während des Tempelbaus wurden erste Expeditionen in die tieferen Gewölbe unternommen, bis wir von seltsamen, riesenhaften Amöben angegriffen wurden. Zwar waren wir auf Gefahr beim Erkunden der Angemäuer gefasst, aber eine solche Gegnerzahl hat uns schlichtweg überrascht. Wir konnten jedoch herausfinden, dass die Reliquie in drei Fragmente zerbrochen ist, welche über die Katakomben verteilt sein müssen. Akorium bekräftigte, ihr werdet am ehesten imstande, die Gewölbe von dieser Plage zu befreien und die Stimme des Orakels zu bergen. Ja, ich will euch gerne behilflich sein, geweihter Dorion. Es wäre ein großes Unglück, wenn das Fest um den Hesinde-Tempel und die heilige Drachenquest nicht stattfinden könnten. Davon hat Ferdok wahrlich genug gesehen. Großartig. Allerdings sind die Zugänge, die die unteren Kellergewölbe führen, verschlossen. Novizza Avanti hütet zurzeit den Schlüssel. Er forscht im unteren Stockwerk nach einigen der alten Schriften, die wir von den Ungetümen bewahren können. Lasst euch von ihm den Schlüssel aushändigen und durchsucht den befallenen Teil der Katakomben nach der Stimme des Orakels. Ja, Amöben. Herrlich. Also, wir müssen nach unten. Da sehen wir schon mal einen Schatten. Ja, Holztüre. Noch eine Holztüre. Holztüre kann man öffnen. Okay. Vorbereitung der Drachenqueste. Dorian erzählte mir von den alten Katakomben unter dem neu erbauten Tempel. Sie wurden schon damals von Tempeldienern genutzt und bergen einen ungeheuren Wissensschatz. Die alten Schriften erwähnen aber auch eine uralte Reliquie des Hesinde-Ordens, durch die ein Orakel seine Weissagung preisgeben soll, sobald die Zeit für eine neue Drachenqueste gekommen ist. Diese Kostbarkeit wird Dorion geborgen wissen, allerdings wurden alle bisherigen Expeditionen abgebrochen, weil Unringen riesiger Amöben die Kellergewölbe bevölkern. Dorion bat mich, einen neuen Versuch zu unternehmen, um die drei Teile der Umbrakor-Statue zu finden. Hole den Kellerschlüssel. Hochwürden Dorion berichtete mir, dass der Zugang zum Gewölbe der Kirche aus Sicherheitsgründen verschlossen wurde. Novizza Avanti bewahrt zurzeit den Schlüssel, denn er forscht gerade auf der unteren Etage nach einigen alten Schriften. Dort werde ich ihn finden. Suche die Orakelsteine. Jetzt, wo ich Zugang zu den unteren Gewölben habe, soll ich mich langsam auf die Suche nach den drei Orakelsteinen begeben. Aber es ist Vorsicht geboten. Die Amöbenplage ist nicht zu unterschätzen. Ja, das stimmt allerdings. So, hier ist ja. Oh, da ist war schön viel Geld drin. Okay, hier kann ich nicht einfach so durchlaufen. Ja, wenn man sich überlegt. Wie klein eigentlich der eigentliche Tempel oben ist. Also er wirkt natürlich mal wieder von innen größer als von außen. Wie es bei allem so ist in diesem Spiel. Gesinde, erleuchte mir den Weg vom maledeiten Wälzer. Okay, da ist glaube ich die Tür runter ins Kellergewölbe, die wir daneben müssen.
Das heißt, wir können uns doch in den anderen Räumlichkeiten erstmal umsehen. Oder das hier ist die verschlossene Gittertür nach unten. Ja, hier geht's auf jeden Fall auch nach unten. Hier sind jede Menge Bücher und alles gesammelt.